So, hey, hallo. Da ist Philipp und Simon. Nur 4 Minuten Sport. Ein ganz rassiges Spiel haben wir hier wieder für euch ausgegraben. Der Rasenmäher-Simulator. Ganz rasig. ja, genau, der Lawn Mowing Simulator. Warte, ich mache da den Chat auf. Genau, schreibt uns doch, falls wegen dem Sound, falls wir noch etwas sollen mischen. Ja, nein, ich habe den gesehen und gefunden, was ist perfekter als bei 30 Grad im Zimmer den Rasen zu mähen, virtuell. Absolut. Absolut dumm, aber passt eben zu unseren Sachen. Also ich habe schon ein bisschen angefangen. Es gibt da so einen Karrieremodus, da kannst du deine Landschaftsgärtnerei-Firma aufbauen mit deinen Hauptsitz kannst vergrößern und du kannst dann neue Zentrale kaufen. Und ich habe vorher ein bisschen gecheatet, damit wir auch schon mehr Sachen haben. Weil sonst hast du wirklich nur irgendwie 2 Rasenmäher und das geht ja wohl gar nicht. Ja. Hey, wirklich eine Cheat Engine, wo man wirklich bei Windows ist komplett am Rad dreht. Alle Alarmglocken haben geschlagen. Und alles manuell müssen so aktivieren. Aber eben, von GitHub, ich vertraue denen. Genau. Aber das Prinzip ist mega einfach. Du nimmst einfach Aufträge an, eben jetzt gibt es nur einen und gehst dir Rasenmäher. Dann hast du deine Garage. Das sind die ersten 2, die du hättest. Ich meine, wir können jetzt mit so einer Gammlung mal anfangen, würde ich sagen. Und nachher kaufen wir noch einen zweiten. Ich glaube, mehr als 2. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir mehr Mausen haben, als 2 Rasen zu mähen. Es ist ein langsames. Ein ruhiges. Ich sage es ruhig. Du kannst auch verschiedene Mitarbeiter haben, natürlich, um das Zeug zu machen. Also, es ist ein bisschen wie Landwirtschaftssimulator, einfach nur für Rasen. Ich habe das Gefühl, ja. Gut. Genau. Und dann musst du halt eben. Ich finde übrigens. Ich habe die Reviews gelesen. Die sind sich verzogen. Das Gras haben sie kritisiert. Was? Es gibt sogar Autos? Das hat Autos aus der Tür. Crazy! Was? Und Menschen? Hey, crazy! Wow! Rechte Schlitten. Ich kann jetzt denken, das sagt beschissen. Nein, ich finde es im Fall. Ich finde das ist easy. Also, was für Prüfung? Stimmt. Zuerst. Das ist der Prüfung. Ja, genau. Zuerst musst du natürlich schauen, ob es da. Was Zeugs im Rasen hat. Gut, dass du das schon siehst, dass es 4 Sachen hat. Sonst fährst du dann eben dort drüber. Jetzt musst du kurz den Rasen absuchen. Da jetzt etwas. Nein! Machen das nicht. Das musst du wirklich machen. Ja, wir sind natürlich sorgfältig. Ja, gut, du könntest vielleicht noch drum herumfahren. Ja, du musst einfach schon. Man muss einfach wirklich fast jedes Stück abmähen. Oder weißt du nicht, ich habe wirklich mal eins gemacht und es ist. Das Spiel braucht schon Geduld. Also, das ist gut, um solche Podcasts zu hören. So, das ist schon. He. Ding, ding. So, jetzt können wir den Rasenmäher holen. Alright, ich bin pumped für das. Ich bin pumped! Bum, 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 bum. Ja, du hast natürlich verschiedene Ansichten, oder? Das wirst du natürlich nicht, oder? Genau, jetzt. Muss ich noch den Motor anlassen. Die Steuerung ist so doof verkehrt. Und jetzt kannst du. Die Drehzahl kannst du verändern, aber du kannst sie irgendwie nur. Hier und bei diesem Rasenmäher zumindest kannst du sie nur voll oder gar nicht. Die musst du einstellen. Unter rechts siehst du die, damit. Damit der Fahrt. Und dann musst du aber noch die Schnitthöhe. Ah, das ist aber das Falsche wieder. Die Schnitthöhe kann ich mit. Ich spiele es übrigens mit dem D-Pad, also mit dem Controller. Kannst die Schnittmenge einstellen. Ich weiss jetzt gar nicht, wo die. Ah, da kannst du sie anschauen. 6 bis 7 cm hätten die Leute das gern. Ich drücke mit dem falschen Knopf. Das machen wir. Das machen wir natürlich. Und dann da das Teil. Musst du natürlich das nachher runterladen, oder? So. Aber eben jetzt. Ah genau, dann musst du die Messer noch aktivieren. Ja, ja, klar. Aber das darfst du natürlich alles erst machen beim Rasen, weil sonst machst du die Messer kaputt. So, jetzt fetzt er da, hä? Hui! Ich habe mich übrigens in die Schale geschmissen, hä? Ich habe extra mein Rasenmäherhemd angelegt. Das sehe ich. Ich bin ja der Rasenmähermann. Also, und dann fetzt du da. Passt. Dann fetzt du da oben. Grafik sagt mega satisfying, sagt der Melo. Ja. Ja. Grafik scheint. Also, ich muss auch sagen, ich finde den Rasen. Der könnte noch ein bisschen geiler sein. Das ist ja eigentlich die Hauptsache.
Du jetzt haust dann nächstens noch den Oleander ab da rechts, passt doch auf. Das kann einfach passieren, das gibt Abzug, wenn du Blumen umhaust. Ja, Logo. Aber der Punkt ist, jetzt gebe ich Vollgas und das geht jetzt ja auch. Aber je nachdem, wenn sich wieder abgeht, dann überdreht der Motor. Kann ich da einfach durchfahren? Ah. Ich glaube schon. Und das ist mühsam. Du kannst nicht irgendwie so Cruise Control. Du musst dann einfach immer so ein bisschen. Jetzt da ist es wirklich easy, jetzt kann ich einfach Vollgas geben. Aber in gewissen Gebieten musst du immer so mega. Den Controller immer wieder so den Trigger ein bisschen loslassen und das ist so. Es gibt keinen Punkt, wo man kannst laden, den Finger schlagen. Das ist so ein bisschen mühsam irgendwie. Das ist aber halt realistisch. Das ist ja dann in dem Fall die Challenge von dem Game. Ich bin mir eben nicht sicher. Was nach Kommentaren geschrieben haben, ich finde die Ansicht besser. Gäbe es doch eigentlich das. Aber er hat ja jetzt schon easy Tempo da drauf. Aber im Fall, eben. Ich glaube, für das haben wir 10 Minuten, um das zu fetzen. Das ist ja schon geil. Dann muss man das schön machen da. Ich fände es schon geil. Zum Rasenmäher wäre ich schon noch zu haben. Machen wir. Gehen wir. Nein, komm, gehen wir da durch. He? Muss ein System haben. Mhm. So, dachte ich so. Man kann natürlich auch lustige Muster in den Rasen fräsen. Also, ja, dass du nicht als erstes gerade einen Penis gemacht hast, also, ist eigentlich ein Wunder. Das stimmt, jetzt was du sagst. Und mal schauen, wie gut man das könnte. So. Ah, siehst du jetzt über den Räder, he? Da, wenn es sich wieder abgeht. Ah. Bei der RPM dort. Ja. Oh, das. Das geht. Ja, gut. Ja, das ist ein guter Einschlag. Das wird jetzt eine komische Balls. Ja. Und dann, wenn er dann überdreht, dann geht halt. So? Ist der okay? Der ist okay. Ja, ja. Der ist okay. Ja, ja. Es gibt Bonuspunkte beim bei der Auswertung. Rasenkunst. aber... Was ist, wenn er überdreht und nachher Herz nicht ist? Nein, er fährt einfach... Hitzen, oder was? Nein, er geht einfach weiter, aber du siehst dann unten links... Die drei Anzeigen. Du siehst, das Messer ist jetzt auch schon ein bisschen... Gut, ich glaube, das Messer... Nehme ich an, nutzt sich auch sonst ein bisschen ab. Beim Schneiden. Ah, dort links, ja, genau. Ja. Und dort ist einfach der Motor... tut dort einfach immer weiter ab. Ich sehe gerade, ich habe nur Ringe. 55 Frames. Ich spiele es aber auch in 4K, ich kann es noch mal abstellen. Nicht zu wundern, ob es da die Messer schliesst da drüber. Ich habe das Gefühl, es hat nichts angezeigt. Mach mal. Sag ich mal in der Action. Das ist das, wenn ich dir, das wäre meine. Das ist auch noch gut. Tatsächlich, das geschnittene Gras sieht nicht so geil aus, das muss ich sagen. Da hat jetzt schon noch ein bisschen... Ich meine, das ist schon auf eine Art A und das O. Und wieso, dass wir da nicht drin sind. Ja gut, schon gleich. Ich will, bist du mal in so einem Cock zum Sieg? Nein. Ich würde schon gerne mal zusammen rumfräsen. Statt du hast doch einen riesigen Garten, wieso hast du noch keinen gekannt? Ja, schon geil. Was kostet echt so ein Sieg? Da sind ja sind echt die Preise echt. Da. Der erste... Was war jetzt der günstigste? Gewesen? 350 Pfund? Nein, das kann nicht sein. Jetzt kostet sicher 2000 Stutzen so der günstigste oder so. Ja, würde ich auch sagen, ja. Nein, es ist also ist Action pur. Ich sollte... Nein, ich kann schon. Stimmt, ich sage dir überleid, ich müsste dann noch Rasenmäher. Nein, ich bin dem schon nachgekommen diese Woche. Ich habe übrigens mir so einen elektrischen gekauft. Sagt also schon noch. Ja. Das ist der Shit. Der Aufsitzrasen... ja. Oh, leck. Das ist nicht günstig. Hast du geschaut? Was kostet es? Ich bin gerade am Schauen. Ja, so ab... Ab 7-8000 oh! bist du dabei. Alter, ja. Scheiße, Mann! Nein, warte, das sind alles so ein bisschen. Da vom Job. Ah, nein, da hat es zwar einen kleinen, aber der sieht so ein bisschen aus wie so die Wägele, die die Fetten brauchen in den USA zum Posten. Weißt du, welche? Ja, sättig jetzt. Der Stil RT40 82 für 2500. Das wäre deiner. Stil, überleg. Also, wenn du dann richtig aus Kvarna gehst, da hast du so viel wie für eine Occasion. Nein, Alter. Krass. Ich glaube, die Marke, ja. Ich glaube, aus Kvarna hat es nicht. Ich glaube, jetzt haben wir. Was ist eigentlich? King haben wir. Ja, jetzt. Genau. Oh! Da müssen wir da wieder ein bisschen. Thanks, 30%. Wobei da eine neu für 3000, Stiga Tornado. Im Baumarkt 2000 Stutz, sagt der eine im Chat. Ja, das ist vermutlich so ein Steigermodell.
Das ist eben, wenn deine Firma willst aufbauen, das ist gut. Mit dem kannst du mal anfangen. Ah, und da gibt es natürlich verschiedene so Mulchrasenmäher und ich glaube, jetzt haben wir da so einen. Der lässt, siehst du, der hat ja keinen Auffangbehälter. Ja, der lässt es einfach liegen. Genau, ja. Der macht einfach so eine feine Schnittmenge. Obwohl ich muss sagen, ich glaube, jetzt in dem Fall stimmt das einfach nicht. Der kann ja nicht so viel abmähen und dann so eine feine Schnittmenge zurücklassen, oder? Geht doch nicht. Oder schon? Krass, ne. Weil so die Roboter-Rasenmäher, wo mein Vater hat auch einen, die mähen ja einfach ständig, dafür schneiden sie immer mega wenig Gras und dann können sie es ja, eben ja, einfach genau. Liegen lassen. Aber der hier, ich meine, der schneidet jetzt hier eben. Übrigens, Schnitthöhe 6 cm. Kann man nochmal gehen. Egal, ich gehe jetzt nicht kontrollieren. Wird schon stimmen. Habe ich es jetzt wieder eingestellt? Ja. Ich weiß nicht, ob die Höhe stimmt. Ich gehe nachher messen, Zentimeter. Der Massband. Hä? Was ist jetzt los? Nicht, ich kann da mal den Chat lesen. Wenn es Bluetooth haben, kann man es bei Digitec kaufen. Haben wir Sättig? Haben wir Sättig bei uns? Da wäre mal ein Testbericht. Was? Bluetooth wäre das Ding? Nein! Wäre der. Ja, einfach Ding halt, gell? Die Roboter haben wir, oder? Aber ja, haben wir auch einen. Das Roboter-Ding, ja. Roboter-Rasenmäher. Aber Sättig zum Draufhaken haben wir nicht. Nein, seine, ja, ich kann mal schauen. Das eine würde ich so mal testen bei uns. Oder einfach irgendeiner, der ein Balkongärtchen hat. Ja, aber mal, es hat einen. Wirklich? 1300, ja, 1400 für uns. Das ist ein Schnäppli. MTD Smart Mini Ride. Nein, das kann der etwas. Ich weiß, was du dir ziehst. Oder hast du einfach einen, der ja, so einen. Es gibt noch einen grösser. Der zieht dann gerade noch das Gras rein. Smart RE125. Nice. Das ist schnell im Chat rein. Ja, da braucht man schon. Ich meine, wenn man, vor allem wenn man irgendein so Reihenhaus hat mit so 5 Quadratmeter Rasen. Da wäre geil, oder? Und dann hast du einfach eine Maschine, die dann schon einfach ein Drittel vom Rasen in Beschlag nimmt, zum fürs Häuschen oder so. Absolut. Ja, das ist eben, das ist Action pur. Ja. Eben, also ich habe die... Ja, du bist noch nicht mal befreit. Ich sag dir, es ist ein Fall. Es ist ein Gemächliches. Aber eben, ich kann... Die Reviews sind schon so ein bisschen... sind so ein bisschen mixed. Die einen direkt gefunden, also ich meine... Für einen Rasenmäher-Simulator sieht einfach der Rasenscheisse aus. Und dann irgendwie... eben, dann hat es kein Cruise Control und... Aber dann die haben dann gefunden, nein, komm, das ist genau das, was du wolltest. Du wolltest einfach ein chillig, ein bisschen Rasenmähen und... Hey, jetzt habe ich aber keine gute Form. Jetzt habe ich keine gute Form mehr. Ich muss da eine neue Taktik finden. Irgendwie... Da kommt mir im Fall wieder der Landwirtschaftssimulator wieder in den Sinn, wo da... Dort ist recht wichtig gewesen, dass man so die... entscheiden für die Geschwindigkeit, dass man die richtige Spur fährt. Dort hat es ja noch so eine Unkraut, wo du nicht durchfahren darfst. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ui! Fast! Das ist noch ein Oleander verwünscht. Ist das ein Oleander? Ich sehe da, der kommst du raus. Absolut keine Ahnung, das ist einfach irgendetwas. Blumen, ja, das kenne ich auch gar nicht. Tulpen würde ich vielleicht noch erkennen. Mir wird immer fast schlecht bei diesen Trägen irgendwie, von der Kameraführung da. Ja, du sitzt auch irgendwie vor einem 100 Zoll Bildschirm einen halben Meter entfernt. Ja, gut, das stimmt. Dann würde mir auch schlecht werden. Ja, stimmt, vielleicht ist ja das. Das spielt zu näher! Oh, ich bin voll drin innen wie im Monitor, ich sag das. Ja, du bist ein Immersive Sim. Ja. Oh! Das ist wieder fast. Du hast eine Blume zerstört! Nein! Wirklich? Ja, ja, ja. Fuck! Ich lass es nochmal. Ja. Neustart. Hey, nein. Ja, also ist, wenn ich die Wahl habe zwischen... Oh, das ist aber schon noch schön. Zwischen... Bei mir die Heide und dann... Oh. Uiuiui. Nein, das war nur der Schutz vorher. Eigentlich mal. Ich habe wirklich gedacht, aber wirklich, ich bin wirklich überrascht, wie geil das ist. Ich habe zuerst gedacht, das ist viel wacker. Ich habe irgendwie so gar nicht mal Bock, das jetzt so zu gehen. Es ist schon noch. Also gut, ich muss sagen, am lustigsten ist es einfach, vermutlich einen neuen Rasenmäher kaufen, dann kurz mit dem cruisen. Ich glaube, dann hätte ich es vermutlich schon gesehen. Aber ich meine, wir als Sim-Experten, oder? Das ist natürlich einfach. Das gehört einfach. Wir müssen ausgewiesene Simulator-Experten. Das ist so. Die weltweit professionellsten.
kenne im Simulator zu schlecht. Zu gut. Für uns zum Testen. Es ist also... Der Rasen ist jetzt aber wirklich, muss ich sagen, auch easy zu mähen mit dem blöden... mit der Geschwindigkeit. Wirklich der letzte, der ist irgendwie immer so vom Gelände. Du ständig vom Gaspedal runter. Und dann ist es wirklich einfach geschissen zum Steuern. Das ist einfach... Das ist der Struggle. Das ist der Struggle vom Rasenmähermann. Der Rasenmähermann. Mit dem wie hat der geheißen, der Schauspieler? Ich habe es eben nie geschaut. Das war mir, glaube ich, ein bisschen krass. Das ist ein bisschen Horror, oder? Ja, aber eigentlich ist er einfach ein Scheissdreck. Stimmt, das ist nicht gegangen. Das war der Pierce Brosnan, genau der war. Ah. Mit irgendwie einem Computer, wo dann irgendwie einen in den Computer reinzieht. Grafik aus der Hölle. Aus der Hölle, Special Effects. Oh, da haben wir noch ein Stückchen vergessen. Ja, wenn du dann eben noch schnell drüber fährst, genau, dann schneidest du dann nicht richtig. Die hat eine Kuh mich angemut. Ja, ja. Ich habe auch eine Kuh gehört. So. Warum es der Rasenmäher nicht bei Digitec gibt? Ja, Digitec gibt es nur so digitale Sachen. Ja, das haben wir leider nicht. Das ist... Ich habe den Rasenmäher reingepostet, was es bei uns gibt. Das sind einfach so Roboter-Rasenmäher. Ja, die, das wäre schon geil. Ja, irgendwie habe ich da nicht... Da muss ich noch in die Schule, da muss ich noch in die Lehre gehen, dass ich da die Stücke optimal schneide. Das ist noch nicht so gut. Ja. Und du musst wirklich... Also es mag ab und zu so ein bisschen ein Irokese mag es vertragen, aber fast keinen. Ein kleiner Punk-Verschnitt. Kannst du hier lassen. Den Rest musst du wirklich alles abhauen. Ja, also hoffentlich musst du alles abhauen. Wieso hörst du mich einfach auf, wenn es... Ja, logisch, wenn es 100% anzeigt, dann bin ich weg. Dann bin ich tschüss. Aha, aber dann kann es immer noch ihre Krise. Ja, es ist... Alter, ich meine, es ist nicht gerade irgendwie... Du musst schon fast alles. Also es ist schon so. Das 99% musst du schon abschneiden. 67%, shit, Mann, ey. Ja gut, jetzt habe ich ja den Superklötter, kann ich natürlich mit meinem Huren riesen Rasenmäher die Anfangsmission, da kann ich mir vorstellen, dass du die dann ein bisschen speditiver anbringst. Was ist eigentlich der nächste Simulator auf der Liste? Vielleicht der Flugsimulator nochmal? Weißt du, nicht, haben wir nochmal Zeit haben für den, gell? Flugsimulator nochmal, ja, der kommt jetzt den nächsten. Ich habe jetzt wieder in die Liste angeschaut, jetzt zieht es schon wieder an mit den Games. Ich habe noch diverses noch. Etwas bin ich gerade noch am Spielen, darf ich aber glaube noch nicht sagen. Aber das streamen wir glaube nicht. Der PS. Nein, auf dem PC. Was haben wir denn sonst noch? Das geht auch nicht. Aber das ist ein... Ah, mal, ich habe natürlich noch den... Aber der ist noch nicht aus. Ich habe schon angemeldet für einen Key. Für den Junkyard Simulator. Ah, ja. Aber der ist einfach geil. Der hat einfach einen verdammt geilen Soundtrack. Aber der ist wirklich einfach so Autos am Abschleppen und dann wieder am Zweig machen. Das ist schon geil. Ach, so heiß im Fall, ey. Das ist wieder furchtbar. Ja, es ist bei mir erst wieder 27 Grad. Bei dir? Moment. 30. Fuck, ey. Ah, scheiße. Weißt du, so ist es deutlich kühler. Du, das ist irgendwie 24 ja, Grad. Krass. Aber ein hoher PC, Mann. Der hat keinen Erbarmen. Der Flugsimulator ist in 2 Wochen ein Schweiz-Update. Schweiz, Deutschland, Österreich. Das fände ich schon noch gerne, wenn wir dort wieder mal würden, das ist stündlich, könnten wir ja schnell dort die Sachen in einem Flug machen. Mhm. Ja, eben, je nachdem, wir halt schon witzig, wenn wir wieder mal eins von diesen. Der Behälter leeren, eben da musst du bei dem jetzt nicht. Das ist jetzt eben so ein, siehst du hinten, hat auch keinen. Das ist kein Auffangbehälter. Das ist natürlich einfach der... Ist jetzt echt der Motor drin? Nehmen wir an, das ist der Motor drin. Oder nicht? Mal, vermutlich schon. Das ist eben so ein Mulchen, oder wie der heisst, Rasenmäher. Der ist nicht ganz fein. Und den musst du nicht aufnehmen. Und es gibt aber den anderen, den du kaufen kannst. Ich weiß es einfach gar nicht, wie das funktioniert im Game. Ich habe immer den jetzt gekauft. Diesen musst du wirklich lernen. Und ist dafür ein bisschen schneller. Müsste er fast. Müsste irgendeinen Vorteil haben.
Da fragt jemand, haben die mal Fortnite gespielt und was ist unsere Meinung dazu? Ich habe es einmal gespielt, das ist mir viel zu nervös, ich komme nicht raus, dann habe ich es eingelassen. Ich habe es eine Zeit lang gespielt, ich habe es schon noch, eben, es ist so, upbeat. Das ist mir irgendwie aufgefallen, es ist so, der ganze Sound und die Stimmung so, weißt du, im Vergleich zu den anderen ist es so eine positive Stimmung. Aber, und ich habe es wirklich eine Zeit lang noch viel gespielt. Wirklich da mega lang gespielt, bis ich mir den Battle Pass können mit Punkten. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe sogar extra noch das andere gespielt, wie heisst es? Save the World. Das, was die meisten Fortnite-Spieler ja gar nicht kennen. Aber das aus dem, wo das ja das Game, das zuerst Fortnite war, habe ich dort so viel gespielt, bis ich das Geld hatte für den Battle Pass. Und dann habe ich es gar nicht mehr gespielt. Klassisch, ja, deaktiviert und dann nicht mehr gespielt. Aber nein, ich habe es schon noch geil gefunden. Mich hat, glaube ich, als Meister, der mich dann abturnt hat, sind wirklich Kind. Weil halt. Ja, also das ist wirklich halt kein Klischee, aber es war nicht so geil, zum immer spielen, wenn du immer irgendwelche kreischenden Teenies im Chat hast. Und das ist halt sehr oft wirklich immer noch der Fall gewesen, und ich gezockt habe. Ja, nein. Dann fühlt man sich schon ein bisschen fehl am Platz irgendwie. Aber es ist eigentlich nur witzig, sonst. Also, Games. Ja. Geht schon was? Es ist halt ein Spiel, das riesig kompetitive Szenen und Turnieren zu hat. Das stimmt schon, das wäre für einen Digitech Playground sicher auch mal noch spannend. Es wird einfach, es wird halt nie gewählt. Also wir tun, für eine Session sicher. Beim GÖP ist es glaube auch drin gewesen, aber es wird halt bei unserer Community, weiss auch nicht, 35 männlich, weiss auch nicht, habe ich das Gefühl, wird es einfach nie gewählt. Ich fände es auch mal witzig, ich fände alles lustiger als schon wieder ein CS. Aber ja. Hey. Ja, ich finde das einfach irgendwie boring. Ich kann einfach gerne Abwechslung. Aber ja. Ist ein Klassiker. Oh. Fast wieder das Blümli weg. Leck doch mehr, Mann! Nein, das ist... Verrecks. Verreckt die Zähne. Nein, gib dir ein bisschen Mühe, du. Ich habe doch vorher so einen schönen Schniedel reingefräst. Jetzt haben wir es dann endlich. Weißt du, also, das sind, wir sind uns für nichts schade, um da zu testen für euch. Damit ihr wirklich nur das Beste zum Spielen bekommt. Ui! Oh. Oh, leck mal was! Hey, das ist schon... Nein, das ist wirklich, das ist Puls von 180. Ist also... Das ist die grösste Action, die wir jetzt in dem ganzen Stream haben. Das ist wirklich der ganz... Wir kommen tatsächlich noch einmal einfach dazu, noch einen anderen von denen sicher zu testen. Und dann ist der Stream dann schon bereit, fast wieder vorbei. Ja, das ist also... Dann haben wir eine halbe Stunde an der Rasen umgekriegt. Grossartig. Das sind schon 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Oh, das ist unglaublich. Leck, das ist spannend. Die Sparung ist fast zum Verreisen. Nein, ich weiss, das ist... Action pur. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute zuschauen. Das ist doch einfach... Habt ihr schon mal ein geileres Game gesehen? Ich weiss, ich sehe das, sie brauchen das Close-Up. Das ist das Problem. Sie brauchen einfach die First-Person-Action. Schaut da raus. So, 97. Jetzt haben wir es geschafft. So. Ah, oh, da noch ein Stückchen. Eine Schere. Ah, da noch durch. Ja, wirklich ist das befriedigend. So, jetzt aber. Jetzt langt jetzt hoffentlich etwa. Jawohl! Mehr Arbeit beenden. Okay, Rasen nur auf den Anhänger fahren. Wo ist das Auto? Vorne. Ich habe die Kamera, ist der Scheiß. Ah, dort. Ich würde nicht einmal für Geld spielen, sagt der Idor. Ja. Ich verstehe es. Rückwärts, schau jetzt. Jetzt gibt es noch ein Action. Was, Terrain-Schaden? Was? Ich habe. Aber mit voll eingeschlagenem Lenkrad bin ich jetzt hier rumgefahren und habe das Terrain beschädigt. Es läuft! Das ist echt, Mann! Du musst auf alles schauen!
Schau dir den schön an, du. So schön, wirklich. Bravo, das. Pfingstrosen und alle anderen, die da blühen. Nein, der wunderschöne englische Rasen. Du, Chef. Ist der immer in England, oder wo ist das? Ja. Das weisst du gar nicht richtig. Mal, also es hat... England gefunden. Es hat es auch geheißen, irgendwo. Siehst du, jetzt haben wir da... Zerstörte Objekte, so ein 2 Pfund abgezogen, die Bastarde, Kollision, zerstörte Blumen, auch noch mal ein Pfund kostet. Sehr gut, wir nehmen alles an. Noch ein bisschen Level-Ups. Genau, schau jetzt, der, wie gesagt, den Hauptsitz haben wir schon gemacht, Zentrale haben wir auch schon gekauft. Werbung kannst du natürlich hier auch machen, Social Media, Handelszettel, Druckmedien. Ja komm, wir nehmen noch ein bisschen Werbung geschaltet, da musst du schon ein bisschen schauen, oder? Und jetzt hier, jetzt komm, das kaufen wir ein, schau jetzt. Eben, siehst du, das ist jetzt eben einer mit, siehst du, Kapazität, 240 Liter. Und das ist halt jetzt eben so ein sogenannter Mulchdeck, oder? Kennt man ja natürlich, oder? Also die Experten unter euch. Stiga, Patterson. Klar, kenne ich, oder? Skag, logisch. Toro, Stiga, 3 Marken jetzt etwa. Knight, Toro, Stiga. 38'000! Alter! Scheiße! Den nehmen wir. Gekauft. Jetzt gehen wir in so einen kleinen, huren englischen Vorgarten. Lawn in the USA. Was hast du denn da? Ah, das sind die verschiedenen Aufträge. Du, da hat es einen Pimmel... einen Zwerg. Komplexität! Nein, das ist mir zu lang. Das langt. Das wird schon schlimm. Was heisst es? Wie lang? Was? Graskorb? Hä? Hey? Grasfangkorb oder Mulcher musst du noch haben. Ah, dann müssen wir noch shoppen. Das ist ja klar. Aber... Aufsetzer. Ein Heckauswurf. Mulchkit. In dem Fall, hä? Ja. Okay. Was ist der Grasfangkorb? Wieso braucht man den nicht? Ich glaube, den gibt's vermutlich so ein riesen Möbel einfach nicht, oder? Nehme ich an, oder? Ich glaube, da ist jetzt da der... Komm nicht raus! Grasfangkorb oder Mulch? Aber ich habe jetzt den Mulch gekauft. Ich wollte jetzt den nicht. Du musst jetzt den noch installieren, vielleicht? Aufsetzen. Nicht zu glauben. Ist er installiert? Ich glaube, ja. Nein? Ja, da musst du einen Grasfangkorb brauchst auch noch. Also, aufsetzen. Hol noch das Ding. Heckauswurf. Aber es gibt ja keines, weißt du? Mach jetzt das. Soll ich den kaufen? Ich kaufe jetzt einfach mal, alles. Und jetzt. Aufsetzen. Also, der hat nicht funktioniert. Wie ist es nochmal? Ja, das ist ein Scheissdreck. Vielleicht muss man einen Anhänger haben. Vielleicht ist das eben das. Vielleicht ist das nicht mal ein Aufsatz. Aber der kann doch. Der kann doch keinen. Ich teste jetzt noch schön. Warte, ich teste den auch noch schön, den Aufsatz. Ich glaube, der geht einfach. Vermutlich für die nicht. Warte, muss ich. Nein, das geht schon. Das finden wir jetzt zu viel. Das muss jetzt so sein. Also, Muss jetzt zu den Shop? Nein, warte mal, aufsetzen. Aber der, also der hat nicht aufsetzen, nicht aufsetzen. Aber der hat nur die, oder? Ja, der hat nur die Aufsätze, aber du musst vielleicht noch einen Anhänger für den posten, den du im anderen Shop bekommst. Aber dort hat es nur den gehabt, dort hat es nur... Dort hat es keine Anhänger gehabt. Oh nein. Na gut, dann nehmen wir den. Geld haben wir ja, ich kaufe jetzt einfach alle. Was ist jetzt das für einen? Jetzt haben wir den... Der Proline, das ist auch gut. Der hat einen Korb. Ich nehme einfach den auch noch, weil der einfach geil aussieht. Jetzt probieren wir nochmal. Grasfangkorb. Vielleicht weiss das jemand im Chat, was das Problem war. Ja, der, aber. Ist schon komisch, ja. Braucht der, gut, der hat den. Er lädt los, wenn wir mal noch spielen, ja. Ja! Fast and the Furious Garden Drift. Nice. So. Los. Apropos Fast. Fast Furious, ich habe gestern das 9 zu 2 Drittel geschaut. Der ist wirklich ein Zeichen. Ich habe kein einziges von denen gesehen. Ich, was ist das 9? Weiss nicht, das ist einfach. Ich bin.
Ach, vergiss immer. Das ist so Guilty Pleasure. Ich finde die eigentlich noch lustig, aber der letzte ist wirklich, der ist ein bisschen dumm. Ich muss sagen, der ist ein bisschen dumm. Wann ist das 9 rausgekommen? Gut, jetzt. Ah! Was ist da? Hey, hey! Man hat einfach einen Ball liegen lassen, wirklich. Das ist einfach... Weißt du, so perfekt zu... Und wann hast du das 9 gesehen? Habe ich runtergeladen. Ich wollte eigentlich das Kino schauen, aber... habe nachher gefunden, vielleicht ist das doch ein Güssel. Jetzt noch? Ja. Da wird schwierig. Da siehst du ein Hindernis. Ja? Das müssen wir dann gut irgendwie das Auge fassen. Zwei Sachen jetzt noch. Hä? Da. Ist das Krebs? Der gute Kelle. Da muss man irgendetwas haben. Meinst du? Ja, 4 von 5. Wir sind da gründlich. Ich überkarren wir es nachher einfach mit dem huren Riesenrasenmäher. Ja, komm, das macht doch nichts. Da fitzen wir jetzt einfach drüber. Entschieden denen. Wow, bin mit dem Auto bin ich gekommen? Alter, er gehört dem und uns. Das gehört dem Besitz. Denk doch, was ist denn das? Das ist immer das Business. Ist nicht hier 14,6 oder so weiter. Das ist jetzt eingestellt und er will. 5 bis 6. Also. Kann der überhaupt so tief? Ja. Okay. Aber noch? Einschalten? Woo! Yeah! Oh. Oh, der piepst auch! Das ist wichtig. Oh, der! Gutes Tempo. Oh, der heizt denn, du! Zieht das rein! Wow! Jesus! Birken, da kommt mir gerade Wellheim in den Sinn. Kann man immer brauchen. Gibt es immer noch kein Update von Nein, aber... der ist super schnell. Da kommst du gar nicht in die Kurve rein. Der ist viel zu gross! Gross. Aber was? Ich komme komm da gar nicht so... Schau mal das Tempo an von dem! Der heizt anders! Ui! Hey, aber das Licht leuchtet gar nicht. Das ist schwach. 0 Punkte, unspielbar. Ich finde auch, da geht gar nicht. Fail. Hey, ich komme da nicht. Ich komme wieder vor bei Austin Powers. Hui. Hui. Ja. Alter! Ich bin zu nahe am Ding. So, sorgfältig da. Okay. Mit dem kannst du einfach in ein Fußballfeld mähen. Hey. Was ist das rechts, dass das so braun ist? Aha, das ist einfach Teil der Hecke. Okay. Ja, für die Hecken ist der so ein bisschen schwierig. Mittel. Kein Mittel. Aber dafür ist es einfach mega schnell. Oh, geht ab in eine Rakete. Oh, da haben wir jetzt aber sehr viel vergessen. Jetzt ist wirklich Tokyo Drift, Mann. Wieso hat es keine Handbremse? Wieso kannst du nicht... Kannst du sogar zwei mitnehmen? Nein, nicht. He? Kannst du nur einen mitnehmen? Ja, du kannst ja... Gute Frage, warum? Du kannst ja mehrere Mitarbeiter haben. Was bringt das denn? Du musst selber... Vielleicht kannst du auch später irgendeinen Auftrag erteilen, weil sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Vielleicht sind sie müde mit der Zeit und dann musst du sie auswechseln. So Boxenstopp. Sind sie kaputt. Hat echt! Wo sehen wir unseren? Ah, dort siehst du den Kübel, he? Ah, der hat ja einen Platz. Kein Problem, he? Was das ist der Kübel? Der rechts. Ja, da sind wir noch so easy speditiv. Das ist gut, der Land geht auf den Zmigi nachher. Ich muss nachher, apropos mähen, ich muss nachher nicht zum Coiffeur. Ja, wie man Zeit hat, du langhöriger Hippie. Ja, ja. So, komm mit. Nein, ich muss nachher auch. Dann abdüsen. Kinder. Das ist mir zu schnell, wirklich. Der ist jetzt wirklich ein Rast, einfach, ey. So muss das sein. Ja, aber das ist natürlich kein Fortschritt. Ich habe das erzählt, dass ich da ein bisschen gecheatet habe. Ich meine, sonst, was haben wir letztes Mal verdient? 300 Pfund. Und der hat 40.000 gekostet. Ja, dann spielst du ein bisschen. Oh! Alter! Ja, was stellt da so eine Mühle an? Das ist ein Bänkli.
Ja, dann halt das Bänkchen. Das ist ein hässlicher, huren englischer Garten. Mm. Ja, meinst auch, oder? Du musst einfach nebenbei noch mal fahren, oder? Wir könnten da schon noch etwas in den Rasen schneiden. Hey! So ein riesengroßes Smiley. Ja, gut, mit dem dran. Schaffe ich zwar den Einschlag gar nicht mehr. Ah, Hell Let Loose. Ja, gerade hast du schon beantwortet, ja. Ja, das habe ich. Also, ich habe jetzt ein paar Mal gespielt. Dort liegst du auch ins Gras. Wie in dem. Ja. Dort bist du froh, dass es nicht geschnitten ist. Aber das könnten wir eigentlich schon mal spielen. Ja. Könnten wir nächste Woche schon mal spielen. Ich glaube, auf Facebook haben eben irgendwie noch ein paar geschrieben. Und ich habe eigentlich... mit ihnen ein paar noch Leute, die da irgendwo sein können, wenn er gerne. Ja, einen habe ich schon auf Discord geaddet. Sehr gut. Und aber eben, die anderen auf Facebook, die muss ich noch... Die haben sich noch nicht gemeldet. Also, ich bin ja nicht mehr auf Facebook, darum habe ich es gar nicht gesehen. Aber wir machen wir am Abend, oder? Ich glaube, wir müssen am Abend. Der andere hat das schon gesagt, ja, der kann unter der Woche wird sein Chef keine Freude haben, wenn er auf Arbeitszeit spielt. Nein, das machen wir. Ja, aber nächste Woche wäre geil. Vielleicht bringen wir das an. Können wir das am Abend mal... Mal eins zocken. So. Nein, das ist geil. Das ist... Das baggert. Ich weiß gar nicht, wie das läuft, mit dem ganzen Squad reinwatchen. Ja, das wird schon funktionieren. Das können uns dann die anderen sagen. Dann check ich dann auch endlich mal, was die ganzen Sachen sollen mit irgendwie Zeug aufbauen und abräumen. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen. Aber ja. Jetzt haben wir schon 50% in 5 Minuten. Leck das, sädern wir durch. Das da ist krass. Vor allem grösserer Rasen als vorher, du. Und einfach in einem huren Affenzahn. Bin mir noch nicht sicher, ob ich ein gutes System habe. Jetzt wird ja dann der Radius immer kleiner. Vielleicht, ja, vielleicht musst du dann halt einfach immer führen und rückfahren. Gell, oder ich habe es auch gedacht. Ich habe es auch nicht gedacht. Komm, das machen wir jetzt. Vielleicht ist das besser. Dann musst du halt einfach immer so... Ja, das ist so... Nein, das ist scheiße. Nein, das ist scheiße. Nein, nein, komm. Komm gut. Huren Speeder da. Wie so ein kleiner Go-Kart. Oh, da kommt es hin. Wann kommt wieder mal das nächste... Was ist das nächste gute Race-Game? Das Forza. Forza Horizon 5, oder? Ja, ich glaube es. Dick! Ich glaube, das könnte man auch, das könnte man dann auch Multiplayer spielen. Das Game hat ja eh alles drin. Das hat vielleicht auch Rasenmäher drin. Würde mich nicht mal wundern. Ja, würde mich nicht mal wundern. Das Rasenmäher-Rennen. Naja. Ja, das kommt, ist jetzt auch wieder ein neuer Trailer und die ist die Gameplay-Szene und zu sich. Es sieht schon wieder sehr geil aus. Das ist schon krass, ja. Aber ja... Ich habe das letzte irgendwie dann wieder nicht mehr so lange, obwohl es recht cool war. Ich habe das noch geil gefunden mit den verschiedenen, weißt du, mit Winter, Sommer und so. Mhm. Hast du so verschiedene Seasons gehabt und ja. So, das war recht geil gewesen. Aber irgendwie, es ist halt schon auch immer wieder ein das Gleiche. Ja, das ist schon, ja. Ja, ich kann einfach, aber, ich habe es einfach immer noch, also ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, 30 Stunden oder so, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe schon noch viel gespielt, nein, 30 vielleicht nicht. Es ist einfach halt immer so die Motivation, da die verschiedenen Fahrzeuge freischalten und so. Das habe ich schon noch immer witzig. Ja, die verschiedenen Barn-Finds und so und die richtigen Action-Sequenzen sind schon geil und so. Aber online habe ich es jetzt nie groß gespielt. Ah, oh, nein, ich man nicht. Könnte das nächste Jahr irgendwie mal schauen, weil du kannst ja wirklich so Open-World-mäßig um mit uns miteinander und so. Ich glaube, das wäre schon witzig, ja. Ja, vor allem, wenn es ein Game Pass ist, dann zocken sie vielleicht auch noch... Das ist Day One Game Pass, ja, oder? Genug von der Community, dann können wir vielleicht mit denen zocken. Ja. Genau. Man hätte natürlich auch ein Rasenmäher-Duell machen können. Einer parallel versucht, wer... Gibt's Multiplayer? Nein. Da hätten wir einfach müssen wie auf Countdown das Game starten und wer den Rasen schneller gemäht hat. Und schöner. Ja, das System von einer Eisputzmaschine, sagt der Herr Lapsus, die wechselt in die Mitte, wenn es nicht mehr langt. Also so ein Zamboni, oder? Wie meinst du Zamboni? So aha. Die heissen so, das ist ein Zamboni. Die Eisputzmaschine. Das ist die Hockey. Ja. Piep, piep. Gottdammi. Ja, das ist einfach... Es hat schon noch einen sehr geilen Einschlag, muss ich schon sagen. Aber man dreht natürlich auch alle Rädchen, oder? Ich fetze jetzt einfach die Uhren Bäume nieder. Ja, den Rest kann ich mit dem Trimmer machen. So nicht so schwierig. Ja, mit dem Faderschneider. Also einen habe ich auch, der irgendwie nichts rechts taugt. Wo der Faden einfach irgendwie zu wenig nachzieht. Guck aus. Ja, der Schluss da.
Nimmt das Tempo. Ah, jetzt hast du schon fast 80%. Kommt gut, kommt gut. So, da, zack, noch der Baum. Der Baum hat hier schon hure Hick, du. Ja, das ist schön, die Engländer schön gemacht da. Was ist eigentlich jetzt mit dem Teil, den wir noch vergessen haben? Hättest du das noch nicht eingezogen? Haben doch noch vergessen, ein Objekt, das wir rausnehmen? Sag nicht! Da bin ich noch nicht drüber gefahren. Da liegt einfach dem Fall irgendwo am. An dem hohen Poolrand da. Hey, so ist wirklich kacke. Das ist nicht effizient, was ich mache. Ja, so, ich würde jetzt einfach. Nein, dann gehst du jetzt um die Kurve, machst die andere Seite und dann machst du diese Seite. So. Wie meinst du jetzt? Weißt du, jetzt fährst du da. Ja, einfach so. Ja. Nicht so? Nein. Einfach weiter hier. Jetzt fährst du vorne eine grosse Kurve und machst einfach so hin und her. Also so meinst du? Uhren runter. Ja. Alter! Und dann gehst du links durch, oder? Ja, oder der. Mir ist der. Aha, so meinst du. Ja, das stimmt. Du hast recht, ich sehe das. Du hast mich recht. Ja, ich sehe das. Recht hast du. So. Du bist eben schon recht. So wie ich das mache. Oh! Nein, Kollateralschaden. Das passiert. Kollateral Damage! Ich habe natürlich einen Kollegen, der das ab und zu macht. Der arbeitet in einer Gärtnerbude. Ah, okay. Der muss dann so mit diesen Seilhunden rumfahren. Ja, geil! Um die einzuladen. aber ich glaube, weißt du, er hat keine Autoprüfung, aber wenn er mal auf so einem ist, hat das Gefühl, er sagte, mich einen Schuh machen persönlich. Schick deine Fotos in den Chat. Gut, die Kollegen und ich, wir schicken immer noch ab und zu Fotos, wenn wir irgendwo einen geilen Truck gesehen, weißt du, wenn wir beide Snowrunner gespielt haben. Ah ja, schick geil. Mir mal so, hey, ich habe wieder einen geilen Scout gesehen im Fall. Und die Kollegen finden nur so, ihr seid so Idioten. Das war so. Schon geil gewesen, Snowrunner, ja. Er hat Kollegen, die irgendwie 80 Stunden oder so in dem. Ja. Der hat wirklich... Ja, aber das ist also, gut, Snowrunner finde ich also schon noch... Das ist schon um Welten geiler als das. Aber das ist jetzt... Das ist für mich jetzt schon innerlich in Juckt. Ich weiss jetzt nicht, wer jetzt das wirklich länger kann spielen kann, so eins. Scheint mir jetzt zu simpel. Ja. Ja, weißt du, weil irgendwie so bei Landwirtschaftssimulator sehe ich es noch, aber da sehe ich es jetzt wirklich einfach auch nicht mehr. Ja, gell, du hast ja nichts zu tun, außer du machst exakt das gleiche immer. Ja. Und sie fahren sich ja, die drei, die ich jetzt gefahren bin, die sind jetzt außer Geschwindigkeit alle genau gleich gewesen. Und ich meine, wie gesagt, ich muss ja dann nicht mal mehr. Das Teil übrigens, das ist wirklich nicht dumme. Das war einfach ein Leute. Gell? Ja, oder einfach der Rasenmäher hat es einfach. Der hat's einfach gesucht. Der hat's einfach gefressen. Oder hat das jetzt einfach. Oh. Jetzt mache ich einfach Kamikaze. So, haben wir es denn? Nein, jetzt ist noch auf der anderen Seite jetzt noch mal. Ah, da vorne. Mm, jawoll! Yes. Zuschauen wir auf. Ah, das ist noch so. Ja, gut gemacht. Ich würde echt gerne sehen. Ah, da kannst du ihn leeren. Nimm ich an. Ja. Rückwärts auf die Säcke zu. Dann machen wir noch einen Kratz drin hier, den Murenscheissköppel. Ah, so. Oh, piep! Piep, 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 piep. So. Und jetzt? Ja, jetzt? Ah, jetzt. Halte gedrückt. Oh! Ganz geil. Krönender Abschluss. Krönender Abschluss. Das ist gut. Das war jetzt wert gewesen. Der fährt auch einhändig. Der coole Hund hier. Der braucht auch nicht zwei. Hey! Das war gut gewesen. Ah, Krampf ganz in der Hand. Ey. So, das wäre... Hilltop. Hilltop House. Hilltoppa. Also gut, Hill. Landmower Simulator. Ja, hast du gesehen, haben wir wieder einen grossartigen Landwirtschaftssimulator abgehakt in unserer Karriere. Wieder ich glaube, wenn wir es schaffen, können wir nächste Woche Hell at Loose irgendwie streamen. Finde ich geil am Abend. Fände ich auch witzig. So ein bisschen um die 8 Uhr irgendwann ist. Mal schauen. Checken wir aus. Ich gebe noch durch, wenn ich Zeit habe. Und hoffentlich habt ihr dann Zeit zum Mitmachen. Gut, tipptopp. Und dann ist Flugsimulator wieder. Dann wäre ich dann wieder. Oder mal schauen, wer das ist. Ja, das ist top. Also, dann danke fürs Mitmachen und Zuschauen. Und Servus und schönes Wochenende. Tschüss. Ciao zusammen.